Auch das mal herzlich willkommen bei Kuhlmann LP. So, wo sind wir? Und zwar in so einem Tempel, auf der Suche nach einem Stein. Ich kann den leider nicht richtig aussprechen, darum lasse ich jetzt den Namen mal weg. Aber wir haben ein grosses Rätsel, das wir lösen müssen. Wir haben da so eine lichtsensitive Anlage, die wir entsprechend richtig justieren müssen, dass wir mit dem Licht, das wir hier sehen, irgendetwas auslösen können. Jetzt machen wir das da mal. Passiert überhaupt nichts. Aha. Nada de nada. Eben, und ich bin am Vorproduzieren. Das ist voll wichtig. Wegen Ferien, weil ja, ich darf mit meiner Frau ein bisschen an den Strand gehen. Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. So sieht das also aus. Nein, so geht das nicht. Also, hat es denn da überall Spiegel? Da vorne links und rechts hat es einen. Da oben kommt es rein. Ja, ja, auch das finden wir auch sehr. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also kann ich nur rauf oder runter. Dann glaube ich, ist das schon richtig, wenn wir da mal das sind anstrahlen. Jetzt müssen wir einfach herausfinden, die anderen. Aber es wäre jetzt einfach, wenn wir nicht müssen klettern müssen. Und darum habe ich das Gefühl, ich... Oh nein! Nein! Ah, hätte können sein. Man weiß es nicht genau. Gut, also das ist ein schlechter Zeitpunkt zum Abspringen hier. Hm? Dann laufen wir mal runter. Riesig die Anlage. He? Also da haben wir so ein sympathisches Gesicht und das müssen wir beleuchten, damit da entsprechend dann, ja, sich sehr wahrscheinlich irgendetwas tut, auftut, macht und tut. Ich würde denken, wo klettert denn die rum? So. Die, Chloe, Entschuldigung. Aber eben, wie gesagt, ich würde persönlich lieber mit Elena da ein bisschen rumklettern und machen, weil ist mir schon 10.000 Mal sympathischer. Also. Einmal rundherum laufen bringt nichts. Vielleicht können wir mit den Spiegeln das Licht umlenken. Einmal, ha? Gut. Ja. Genau. Ich denke, vielleicht steht etwas Schlaues drin. Gut, dann haben wir noch Augen und... Wie kommen wir da rüber? Das ist die Frage. Mit dem kann ich ja noch nichts machen. So bringt das überhaupt nicht. Eben, gell? Knifflig. Das stimmt. Immerhin. Geschafft. Ah.
die links und rechts die Spiegel, die muss ich haben. Ich dachte, da irgendetwas, man könnte aufspringen auf der Seite. Ich glaube, dann steht die Statue auf und dann kommen wir weiter. Wow. Knifflig, knifflig, knifflig. Geschafft. Jetzt hoffe ich einfach, dass wir die nächsten 20 Minuten nicht damit verbringen. Da den Aufweg. Achtung, habt ihr gehört? Aufweg, nicht Ausweg. Zu finden. Weil. Irgendwo müssen wir da. Die anderen Spiegel. Ah. Also. Nicht. Mühle. So, wenn ich jetzt da übergehe. Nein. Auch nicht, hä? Ja, das ist ein Versuch. Versuch wäre es wert gewesen. Muss man doch wieder zurück. Hm. Auch nicht. Ja. Das ist jetzt wieder einmal eine Runde, hä? Lustig. Ich müsste irgendwie dort rüberkommen, dass ich dort die beiden Spiegel. Sehen Sie die? Da vorne. Wahnsinn. Aber wie rüberkommen, das ist die andere Frage, oder? Zum Klettern sehe ich wirklich nie irgendetwas außer das da. Nein. Sieht auch nur so aus. Aus. Schön gemacht. Eine geschafft, noch zwei. Was meinst du? Müssen wir da etwa raufklettern? Sieht so aus, als müsste ich da raufklettern. Also. Jetzt haben wir wenigstens einen Weg. Jetzt wissen wir, wo durch. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Klingen klettern.
Von da oben sehen wir vielleicht mehr. Okay, passt da oben gut auf. So, noch ein Spiegel, ha? Scheiße! Ah, das hat sie gemeint. Gut. Kein Problem. Wir sind ja geübt, ich klettere, wir schaffen das. Ja, ich bin froh, sind wir weitergekommen und muss ich auch nicht noch mehr langweilen mit dem Rätsel. Also es ist zwar immer noch das gleiche Rätsel, aber es nimmt andere Formen an von dem her. So. Gut, da werden wir nochmal, hm? Sah es nach einer guten Idee aus. Mhm. Zum Glück haben wir digital keine Höhenangst. Komm, hängen wir dann mal ein bisschen die Augen da. Nehmen wir. So, und wo sind wir jetzt? Wieder am Anfang. Nicht ganz gut. Was funkelt mich da hinten an? Haben Sie es gesehen? Aha. Augenblick, wir müssen kurz husten vor Freude. So, da bin ich wieder. Grundsätzlich spannend da, aber irgendwie sind doch da auf der Seite die Treppen rausgekommen. Ah, ist das da gewesen? Es sind mehr Reflektoren hier oben. Chloe! Ja? Den anderen Reflektor ausrichten! Verstanden! Gut gemacht! Okay, was jetzt? Warte! Kann ich dann vielleicht den anderen ausrichten, dass der, wo auch immer her leuchtet.
Interessant. Gut. Brennt einer mit dem Fall. Jetzt müssen wir noch den hierher bekommen. Warte mal, vielleicht kann ich da wieder mit dem Schlüssel drehen, logisch. Logisch, Schlüssel. Na, ist schon gut, haben wir gefunden. So, was passiert? Das war's! Sieht aus, als hätte die Klinge einen Weg geöffnet. Links von dir. Hab's. Sagen. Nochmal eine Kletterrunde, oder? Okay. Nur noch eine Klinge. Klettern so in der realen Welt. Ich könnte das nicht, ich hätte viel zu fest Höhenangst. Aber ich kenne ein paar Leute, die das machen. Und ich muss sagen, der einzige Grund für mich zum Bergsteigen wäre grundsätzlich fotografieren. Wie kriege ich dieses Auge auf? Wir müssen den anderen Reflektor ausrichten. Alles klar. Gut, wir haben's. Ja, und alle guten Dinge sind drei und darum würde ich mal behaupten, haben wir das Ding jetzt daher. Geschafft. So, dann gehen wir da rüber mit dem schönen Schlüssel. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir auch in dieser Folge das Rätsel gelöst. Eins mehr. Aber wir schauen gleich noch, was passiert für Belohnung, fürs Zuschauen. Für dich, genau, da draußen. Schau jetzt. Ich komme runter. Krass. Tja, was der da genau im Maul hat, ob er Zahnstein hat, Füllungen, oder wie das Ganze aussieht da. Also, das Geheimnis von Shambhala ist tatsächlich im Hals dieses Typen? Ich denke schon. Und es geht weiter, aber... Gehen wir schon aber schauen miteinander. Nehme ich auch noch mit.
So. Sieht aber wieder schön aus, ha? Was ist denn das? Unglaublich. Chloe, ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Form dieses Gipfels? Aha. Ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es, ja. Das ist es. Oh Mist. Tolles Timing. Falsche Platz und Kiste. Es gibt nur einen Weg hier raus. Und los. So, und ob wir das schaffen und wie das aussieht, muss ich leider auch das mal wieder sagen, sehen wir erst beim nächsten Mal. Weil, wieder mal 20 Minuten durch, ihr dürft euch Geduld auf eine neue Folge. Aber wenn ihr wissen wollt, wenn das die rauskommt, unten liken, unten abonnieren und dann kriegt ihr das bestimmt mit. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.